wir machen mal normale Simulationsrate, weil wir haben jetzt hier den TOD, Top of Descent, erreicht und müssen am besten eigentlich kurz vorm Top of Descent hier die Altitude eindrehen, auf die ihr sinken wollt. In dem Fall 3000 Fuß machen wir mal. Genau, also am besten so ein paar nautische Meilen vorm Top of Descent, kann ruhig auch schon 20, 30 nautische Meilen vorm Top of Descent sein. Hier die Altitude eindrehen, die Höhe eindrehen, auf die ihr dann sinken wollt und dann beginnt das Flugzeug automatisch, da wir ja VNAV verwenden, automatisch, sobald wir den Top of Descent überflogen haben, beginnt das Flugzeug mit dem Sinkflug auf die Höhe dann hier, die ihr da eingedreht habt. Ihr könnt auch hier auf die DES-Page, Descent-Page gehen. Da würde dann hier noch Descent Now stehen, wenn ihr noch vorm Descent seid. Und könnt hier dann schon sagen, dass das Flugzeug früher den Descent beginnen soll. Dann müsst ihr hier rechts neben Descent Now klicken und dann auch Execute. Und dann wird das Flugzeug schon dann sofort an der Stelle, wo ihr gerade seid, mit dem Descent beginnen. Genau, wird schon dann mit dem Descent beginnen, wird schon mit dem Descent anfangen. Hier seht ihr jetzt noch so eine Anzeige. Hier rechts, da ist dieser spitze Pfeil hier, auch so magentafarben. Wenn der unter diesem Zeichen hier ist, dann heißt es, dass ihr auf der aktuellen Strecke, wo ihr seid, höher seid, als das Flugzeug eigentlich da sein will. Wenn der Pfeil hier ist, heißt es, dass das Flugzeug auf der Stelle, wo es gerade auf der Flugstrecke ist, genau auf der Höhe ist, wie es auch geplant war. Und wenn der hier oben ist, dann seid ihr niedriger, als an der Stelle geplant war, die Höhe, auf der ihr sein wollt. So, warte mal, irgendwie. Ich weiß nicht, der beginnt wahrscheinlich gerade mit dem Sinkflug nicht, denke ich mal, weil wir jetzt hier, weil er noch so schnell ist. Warte mal, dann machen wir mal Folgendes. Machen wir einen Linksklick hier auf VS und drehen hier mal kurz das ein, dass er so sinken soll, wenn er jetzt so den Sinkflug nicht beginnt. Kann sein, weil ich jetzt vergessen habe, früh möglich die Höhe einzudrehen, hat er den Sinkflug nicht begonnen. Was ich jetzt eben gemacht habe, das weiß ich gerade jetzt hier gemacht habe, erkläre ich es nochmal kurz. Hier Co-Pilotensitz, dann sieht man das besser. Ich habe hier auf VS gedrückt für Vertical Speed. Dann wurde hier, wurde das Feld hier, ist hier diese Zahl erschienen. Also VS habe ich angeklickt, ist hier diese Zahl erschienen. Und dann habe ich hier an dem Rad so hoch gescrollt. Also könnt ihr auch mit dem Linksklick machen oder Rechtsklick halt bis bewegen. Und hier könnt ihr halt einstellen Vertical Speed, also manuell einstellen, mit welcher Steig- bzw. Sinkrate. In dem Fall, wenn Minus davor steht, Sinkrate. Wenn dann Plus davor steht, Steigrate. Könnt ihr halt einstellen, mit welcher Steig- bzw. Sinkrate das Flugzeug steigen bzw. sinken soll. Wie viel Fuß pro Minute halt. Genau. Das mal kurz noch erwähnt. Weil er eben halt nicht mit dem Sinkflug begonnen hat. Deswegen habe ich es einfach nochmal gemacht. Und VNAV ist dann automatisch rausgeflogen. Können wir mal gucken, ob er jetzt den Sinkflug so fortsetzt. Ich glaube, jetzt macht das, ne? Genau, jetzt sinkt er auch ein bisschen stärker, um halt auf die passende Höhe zu kommen, auf der er jetzt eigentlich an der Stelle aktuell sein wollte. Genau, deswegen sinken wir jetzt gerade ein bisschen stärker. So, zum Descent Procedure. Wir müssen den Schubhebel am Joystick, wenn ihr also so einen Schubhebel dran habt, noch auf Idle nehmen. Dann, genau, Höhe, auf die wir sinken wollen, haben wir gemacht. Dann, was wir jetzt machen, ist schon mal die Landegeschwindigkeit angucken. Dann machen wir das FMC hier wieder ein bisschen größer. Und gehen hier auf Init Reference. Dann seid ihr hier automatisch schon auf der Approach Reference Page. Seht hier verschiedene Klappenstellungen und die passende Landegeschwindigkeit, die ihr dann habt. VREF, also die Landegeschwindigkeit bei dieser Klappenstellung. Da wir heute eine relativ kurze Landebahn haben, wobei 2,4 Kilometern, aber sonst so bei so einem Schnitt so auf so größeren Flughäfen, wenn wir jetzt Oslo Gardermoen angeflogen hätten, also hätte ich jetzt gesagt, wir landen mit Flaps 30, was auch oft genutzt wird, da aber wir 2,4 Kilometer haben und so weiter und eher ein kleinerer Flughafen ist, würde ich jetzt sagen, nehmen wir lieber die etwas größere Klappenstellung, also die größte Klappenstellung, die auch möglich ist, Flaps 40. Mit 133 Knoten landen wir dann. Einmal hier einen Linksklick daneben, das wird hier runter kopiert. Und hier steht Flap Speed, Flap slash Speed. Einmal hier einen Linksklick auf diesen Button, also hier neben dem Feld. Und das wird da eingetragen. So, dann stellen wir mal die Auto Brakes ein. Da haben wir heute Auto Brakes 2, hier einen Rechtsklick drauf, um das hier zu bewegen. Ihr könnt 1, 2, 3 und Max nehmen. 2 ist also immer ein ganz gutes Mittelding, so Medium-mäßig. Genau, passt da. Passt da ganz gut. So, dann, zu diesen 133 Knoten kommen hier noch 5 Knoten Wind Correction obendrauf. So, dann haben wir hier, hier ist halt, wie gesagt, die Landebahnlänge, habe ich hier eben abgelesen. Und hier haben wir noch die ILS-Frequenz und den Kurs für die Landung. Und das tragen wir jetzt nochmal kurz ein. Wir machen ja einen ILS-Approach, gehen deswegen hier bei NAV1 fürs ILS, drehen wir hier an dem Rad die ILS-Frequenz ein. Hier, wenn ihr hier an dem oberen dreht,
könnte hier die Zahl hinter dem Komma eindrehen. Da können wir mal eine andere Ansicht nehmen. Genau, wenn ihr hier an dem oberen Teil von dem Rad dreht, könnt ihr hier, also ist mal bei Standby, hier die Zahl hinter dem Komma drehen. Und wenn ihr das untere, äußere Rad hier nehmt, könnt ihr die Zahl vor dem Komma eindrehen. So, jetzt muss ich mal kurz nachgucken, was war es für eine Frequenz? 110,3. Also drehen wir erstmal Komma 3 ein und unten 110. Dann drücken wir einmal hier auf diesen Pfeil, wo so ein, also auf dieses schwarze Feld mit dem weißen Pfeil in beide Richtungen, können hier die von der Standby auf die aktive Frequenz das hier wechseln. Haben jetzt hier die ILS-Frequenz drin. So, und dann muss noch der Kurs eingedreht werden. Da haben wir ja, wie gesehen, den Kurs 099er. Einmal hier an dem Rad drehen. In der Richtung ist schneller. 099er. Und dasselbe nochmal hier. 099er. Niner, wunderbar. So, genau, sinken weiter, sind aktuell immer noch ein bisschen zu hoch, aber ich denke mal, dass wir das noch, der wird es schon irgendwie noch hinkriegen, dass wir die passenden Höhen überall haben. So. Dann, machen wir mal die Descent-Checklist. Also es hätte alles schon ein bisschen früher natürlich auch sein können, passieren können. Sind wir schon? Ah, wir sind schon über Spitzbergen hier. Genau, und da vorne ist Longyearbyen. Also ich hoffe mal, vom Descent her sollte das passen. So, Descent Checklist. Pressurization, da müssen wir jetzt die Landing Altitude eindrehen. Wobei die passt eigentlich. Genau, die ist, ich weiß gar nicht, ob die automatisch eingestellt wird, aber die passt, glaube ich, sogar. Recall ist checked, wobei steht jetzt Fuel, aber das sollte ja nicht zu knapp werden. Wir haben ja genug Fuel. Ihr seht, wir haben noch 3,2 Tonnen an Bord. Es reicht auf jeden Fall. Aktueller Progress, Vorhersage ist 3,1 Tonnen, also viel brauchen wir jetzt nicht mehr. Circa 100 Kilogramm noch bis zum Ziel. Jetzt sind wir eh so im Sinkflug, da wird ja eh nicht viel Kerosin verbraucht, weil die Triebwerksleistung ja nicht so hoch ist. Genau, weil das Flugzeug ja einfach schon durch Sinken an sich einfach die Geschwindigkeit gut halten kann. Vielleicht machen wir den VS da nochmal ein bisschen höher. Dass wir noch ein bisschen schneller sinken. Und gleich wieder VNAV an. Genau. Dass wir nur kurz ein bisschen schneller sinken. So, Autobrake is set of 2, Landing Data VREF is set. Minimums weiß ich jetzt gar nicht, was die offiziellen Minimums an dem Flughafen sind. Müsst einfach hier so an dem Rad drehen, dann könnt ihr hier die Barrow Minimums, oder wenn ihr hier links klickt drauf, macht die Radio Minimums einstellen. Wir nehmen mal Barrow Minimums 200 Feet. Genau, kommt bei 200 Feet dann der Callout Minimums. Und das Approach Briefing sagen wir, ist completed. So, komme ich schon mal ein bisschen so zur Vorbesprechung hier. Hier haben wir den Punkt D-Cell. Ab dem Punkt werden wir da das Flugzeug so langsam auf die Geschwindigkeit für die Landung vorbereiten. Also langsam so das Flugzeug immer weiter reduzieren. Wir werden natürlich ab 10.000 Fuß auf 250 Knoten sein und dann bei D-Cell so langsam das Flugzeug für die Landung, also von der Geschwindigkeit her, anpassen, die Flaps schrittweise ausfahren, und wenn wir dann VNAV, was wir dann aktiviert haben werden, anhaben und die Flaps ausfahren, wird so sein, dass das Flugzeug automatisch, je nachdem wie weit wir die Klappen dann ausfahren, automatisch immer weiter die Geschwindigkeit reduziert, passend zur aktuellen, passend zur nächsten Klappenstufe, die man halt dann auswählt, genau. Also werdet es dann sehen. Also ab D-Cell ist halt der Punkt, wo wir dann mit dem Reduzieren der Geschwindigkeit auf die Anflugsgeschwindigkeit beginnen. So, wir drücken nochmal VNAV. Sind immer noch zu hoch. Aber gerade ein bisschen schnell. Sonst könnte man noch ein Holding einfügen, aber wir gucken einfach mal, wie es aussieht. Weil wir können auch mal ein Holding einfügen, dann kann ich euch das auch nochmal gerade zeigen. Und zwar machen wir da Folgendes. Ihr geht hier auf Hold. Dann könnt ihr hier den Punkt auswählen. Ich weiß gar nicht, wo ist denn ISD? Genau, nehmen wir India Sierra Delta. Dann kommt er hier rein. Also wählt erstmal, das seht ihr, hier seht ihr den nächsten Wegpunkt auf der Flugstrecke. Dann könnt ihr hier den Linksklick, Linksklick daneben, wird wieder kopiert sozusagen. Dann hier einen Linksklick neben diese Kästen hier. Dann ist hier rein, dann könnt ihr hier, genau da bei dem Wegpunkt, dann ein Holding programmieren. Und könnt ihr verschiedene Sachen eingeben, wie zum Beispiel, wie lange ihr in dem Holding sein wollt. Wir machen mal 3 Minuten. Je nachdem wird das Holding halt ein bisschen größer, ihr seht es auch da schon so vor angezeigt. Genau, und dann wie man wieder aus dem Holding rausfliegt. Ja, machen wir ruhig mal 3 Minuten. Kann also mit VNAV weiterfliegen. Oder machen wir mal ein bisschen länger. Wir können ja dann das Holding auch schon früher verlassen. Machen wir Execute, genau, das Holding da jetzt drin. Wir können das Holding auch schon früher verlassen, falls wir die Höhe dann schon
die passende Höhe schon früher haben. So, dann kann er nämlich so ganz entspannt weiterfliegen. Und wir machen mal vierfache Simulationsrate. So. Genau, so weit, so gut. Das Ganze ist halt jetzt so von der Vorbereitung hier für den Descent. So, Wetter sieht ja auch schon mal ja ganz gut aus. Keine Ahnung, haben wir den Flughafen? Nee, nahe Flughäfen. Nee, wir sind noch zu weit weg. Genau, seht ihr auch da das reale Luftbild da von dem Addon. Wir fliegen jetzt hier so rein und dann hier so eine Kurve da drauf an. Auf Longyearbyen. So, vom Kerosin hat ja auch, wie gesagt, wunderbar ausgereicht. Wie gesagt, habe ich halt da beim Online-Flightplanner.org da berechnen lassen. Beziehungsweise ist ja dann über fuelplanner.com, aber halt da so mit drüber berechnet worden. So, scheint ein bisschen turbulent aber jetzt hier zu werden in den Wolken. Sobald wir jetzt hier die Wolkendecke erreicht haben, so leichte Turbulenzen jetzt schon. Hier auf 12.000 Fuß die Wolkenobergrenze. Ja, haben wir jetzt echt ein bisschen turbulentes Wetter. Aber ich denke mal, mal gucken, wie das Wetter am Boden sein wird. Werden wir vielleicht gleich mal das A-Test dann anhören können. So, genau, ihr seht, die Geschwindigkeit hat jetzt auch unter 250 Knoten reduziert. Schon mal als Vorbereitung dafür, dass wir jetzt gleich 10.000 Fuß durchfliegen werden, weil unter 10.000 Fuß sollen wir ja nicht schneller als 250 Knoten fliegen. So, kommen dann gleich in das Holding. Genau, und wie gesagt, bei D-Cell, wenn wir dann halt die Flaps dann schrittweise auszahlen, wird das Flugzeug automatisch, weil wir ja dann VNAV weiter anhaben, die Geschwindigkeit immer weiter reduzieren. Wenn ihr sehen wird, geht es hier immer weiter runter. Hier oben seht ihr ja die Geschwindigkeit, die er als nächstes erreichen will. Und, genau, wird dann immer weiter die Geschwindigkeit reduzieren, passend halt zu der Klappenstellung, die wir als nächstes haben. Und die Wolken sehen aber auch sehr interessant hier aus. Ziemlich viele Wolken sogar. Aber es läuft eigentlich ganz okay noch von FPS. Ich mache später das Sichtfenster aber dann noch zu. So, wir machen mal kurz Vertical Speed, dass er nochmal ein bisschen schneller sinkt. Kommen wir gleich in das Holding. Das war nur kurz hier bei der Wolkendecke so ein bisschen turbulenter. Bei so viel brauchen wir gar nicht an Sinkrate. So, genau, jetzt sind wir hier in dem Holding. Man könnte jetzt hier auch Exit Holding machen, dann würden wir das Holding dann schon verlassen. So, und da unten sollten wir vielleicht, na, wobei den Flughafen sehen wir noch nicht, aber können wir schon kontaktieren. Nö, ist hier irgendwie gar nicht drin. Gibt's hier irgendwie gar nicht, oder wie? Na gut. Oder sind wir noch zu weit weg? Mal gucken mal. So. Machen wir nochmal VNAV an. Sind wir immer noch zu hoch, oder wie? Wir sind gerade ein bisschen schnell, also schneller als das Flugzeug halt sein will eigentlich. Das ist doch etwas turbulent hier gerade. Mal normale Simulationsrate und minus 600 Fuß pro Minute. Einfach um nochmal ein bisschen hier zu sinken. So, liegt auch Schnee da unten zum Beispiel noch, ja. So, wir können mal, nee, nicht Steuerung, doch Steuerung und F11 drücken. So, und dann kann man nämlich hier, falsche Taste gerade. So, genau. Dann könnt ihr hier nämlich, Closed Weather Station, könnt ihr also, das ist jetzt von Active Sky Next, was ich ja hier fürs Wetter verwende, fürs reale Wetter, bei dem wir fliegen heute bei historischem realen Wetter. Und dann können wir hier mal kurz bei der Option Closed Weather Station uns die aktuellen Wetterbedingungen anschauen. Wir haben, genau, hier ist einmal die Metadaten und die sind halt hier nochmal dekodiert sozusagen, also hier halt so Code. Und hier halt so als dekodiert halt dann, genau. Dass wir Wind aus variable Richtungen, leichten Wind mit 3 Knoten haben. Dann, da sind die Wind Directions, dazwischen liegt es irgendwo, der Wind. Die Visibility ist weiter mehr als 10 nautische Meilen. Wir haben ein paar Wolken auf 3500 Fuß. Dann Scattered, also, ja, so, na, wie heißt das denn? Das sind so, ich glaube, es ist einfach so ein paar Wolken sind nochmal, ne? So Scattered. Nee, oder war es Scattered? War aber nicht so, dass es komplett bedeckt ist. Also auch nochmal so ein paar Wolken. Aber nicht View, also ich glaube, es ist zwischen View und komplett bedeckt. Scattered. Ich weiß gerade nicht ganz genau. Auf jeden Fall nochmal Wolken auf 7000 Fuß. Und die Wolkenobergrenze Broken auf 10.000 Fuß. Temperatur 7 Grad. Gefrierpunkt minus 1 Grad. Und wir haben keinen Precipitation, keinen Regen. So. Also wieder Back. Und Close Window. So.
Wir brauchen eigentlich heute auch nicht einen Tower zu kontaktieren, da wir genug, da wahrscheinlich eh kein anderes Flugzeug da sein wird. So, wir machen mal VNAV an. Na, VNAV. So, lässt sich jetzt VNAV nicht aktivieren. Bisschen blöd. Ach, guckt, jetzt sind wir zum Beispiel, hier seht ihr das auch nochmal mit dem, ob man über oder unter dem der Höhe ist, die man braucht. Seht ihr, dass wir jetzt, jetzt ist ja hier, das ist genau wie das vorhin, was ich auch da erklärt habe, was wir hier gesehen haben, dass wir jetzt unter der Höhe sind, die wir eigentlich jetzt haben müssten. So, wir können also Exit Holding machen und ein Execute einmal bestätigen. Genau. Und jetzt geht's wieder weiter der Flugstrecke. Genau. So. Sind jetzt also niedrig genug. Ich muss jetzt einfach mal ab und zu mal VNAV drücken, damit es. Man sollte irgendwann wieder VNAV aktivieren, denke ich mal. Auf jeden Fall sind wir jetzt halt unter der Höhe. Niedriger als das Flugzeug jetzt eigentlich an der Stelle sein wollte. Also eigentlich wollte das Flugzeug jetzt noch ein bisschen höher sein, genau. So. Hab ich euch das mit dem Holding auch noch zeigen können. So, wir machen mal hier dieses Sichtfenster jetzt mal weg. Um mal ein paar mehr FPS zu haben. So, auch mit zweifacher Simulationsrate jetzt weiterfliegen können. Ich hoffe mal, dass wir VNAV gleich wieder aktivieren können. Sollten wir aber eigentlich spätestens dann mit dem Wegpunkt, denke ich mal, da vorne überfliegen. Muss einfach jetzt ein paar Mal ausprobieren. Oder können wir es in dem 2D-Panel? Ne, lässt sich auch nicht. Ja, VNAV Disconnect. So. Also ich wüsste jetzt nicht, woran das sonst liegt, dass das VNAV jetzt nicht wieder geht. FMC, ja. Genau, jetzt geht's ja direkt eigentlich bis zu dem Wegpunkt, wenn alles passt. Gucken wir nochmal, VNAV. Ja. Ich hoffe mal, es passt gleich, sonst müssen wir es halt irgendwie anders machen. So, wir fliegen also wieder ein bisschen geradeaus und es kommt dann, können schon mal die Approach Procedure machen. Beziehungsweise eigentlich nur die Approach Checklist. Einfach B drücken, dass wir meinen aktuellen Höhenmesser hier haben, genau. So. Ich probiere es jetzt einfach immer mal wieder mit VNAV. Müssen wir mal gucken, wann wir heute einen Autopiloten rausnehmen und von Hand dann weiter anfliegen werden. Sobald es halt dann passt mit der Höhe und der Sicht und sowas, aber die Sicht ist ja eigentlich gut und Wolken sind, da sollten ja auch keine im Weg sein. Also eigentlich können wir schon wahrscheinlich, vielleicht sogar bei 2000 Fuß den Autopiloten rausmachen. Ja, fragt mich jetzt nicht, keine Ahnung, das weiß ich jetzt aber auch nicht, wieso jetzt VNAV nicht mehr erstmal rein will, aber ich hoffe mal, dass es gleich wieder geht. Ich hoffe mal. Probieren wir es nochmal. Jetzt geht's wieder, genau, jetzt sind wir aus dem Holding wieder raus und jetzt geht's wieder, keine Ahnung, vielleicht hat es mit dem Holding einfach nicht gepasst, aber jetzt seht ihr, VNAV ist wieder an. Jetzt wieder sogar ein bisschen beschleunigen. Und jetzt ist auch hier diese Anzeige wieder da, die ich vorhin ja schon mal angesprochen habe. Jetzt sind wir einfach niedriger als das. Das zeigt jetzt einfach an, dass wir niedriger sind, als das Flugzeug eigentlich an der Stelle sein wollte. So. Genau, dann passt das Ganze ja jetzt. Also, wie ihr gesehen habt, mit VNAV geht dann wieder. Ist jetzt einfach nur irgendwie mit dem Holding irgendwie wahrscheinlich in Zusammenhang gewesen, dass es nicht geklappt hat. So, wir fliegen jetzt hier schön in diese Bucht rein. Genau, wo dann hier Longyearbyen liegt, also hier so rein und dann drehen wir irgendwann ab da auf dem Flughafen. Ah, jetzt sind wir sogar schon unter der Untergrenze hier. Unter den Wolken, genau, jetzt sinken wir auch weiter. Machen wir kurz die Speed Brakes raus. Machen normale Simulationsrate. Und die Speed Brakes raus. Weil der beschleunigt hier gerade noch ein bisschen. Also schneller eigentlich als er sein sollte, deswegen machen wir das mal. Und überfliegen gleich D-Cell. Genau, ihr seht, Drag Required steht hier im FMC, das heißt einfach, wenn diese Meldung kommt, Drag Required, einfach die Speed Brakes, die Störklappen hier einfach mal ausfahren. Einfach die Raute-Taste auf der Tastatur drücken, dann gehen die so weit raus, wie maximal jetzt bei der aktuellen Höhe so möglich ist.